Können wir mal eine ganze Eisen verballern, was wir hier sinnlos behalten haben. Okay, also. Da lassen wir wieder einen frei. Da, da. Nein. Da, da. Und. Dö. Ja. Ich glaube, das war's. Nein, wir müssen hier noch hinbauen, weil da kommen ja die Öfen hin. Hä? Hab ich falsch geguckt? Hast du falsch geguckt? Ja, hat er. Hat er? Hat er. So. Ich bin so intelligent, das ist der Wahnsinn. Wie soll ich denn jetzt da hingucken? Trottel. Mann. Bisschen überlegen, bisschen, nur ein bisschen. Benutze deinen Kopf. Benutze ihn. Benutze deinen Kopf. Mein Sohn. Okay, Papi. Ach so. Wie war das? Der bleibt da stehen. Ich muss mal kurz einen Schluck Tee nehmen. Ansonsten halte ich hier keine Aufnahme durch. Dann wird das nämlich, ja. Falls ihr jetzt ein kleines Störgeräusch hattet, das war ein Fluchzeug. Oh, hier können wir nichts weiter machen. Wir können vielleicht so noch mal ein paar Kisten hinstellen oder so. Wollen wir mal schauen. Oh, die Kinder sind wieder draußen. Die kloppen wieder rum. Da, dam, dam, dam. Eigentlich mag ich ja Kinder. Wenn sie im Bett liegen und schlafen. Nein. Ich habe nichts gegen Kinder. Zumindest nichts, was hilft. Da, 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 dam, 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 dam. Ja. Nachdem denn jetzt hier mal beschlossen wurde, dass der Kindergarten zugemacht wird, werde ich das bestimmt irgendwann vermissen. Dass die Kinder da draußen manchmal die Bude auseinandernehmen. Wie das halt immer so ist. Man gewöhnt sich ja doch dran. Und oh. Das wird bestimmt komisch. Vielleicht wohne ich dann ja auch gar nicht mehr hier, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was in 2 Jahren ist. Da kann ja alles dann ganz anders sein. So. Haben wir noch eine Reihe. Und dann müssen wir noch eine wegnehmen, um die Sachen aufzubauen. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Wenn hier die Truhe hinkommt, kommt da das Gedöns hin, also müssen wir nur 2 rein. Na gut. Das werden wir dann alles schön auskleiden. Oh, guck mal, hier haben wir sogar direkt Kohle. Die werde ich dann mit Glück abbauen. Ach so, ich weiß ja gar nicht, wie weit ich da muss. Weil das kann ja bleiben. Dann müsste ich das hier auch wieder auffüllen. 3. Dann machen wir das so. Gut, letztendlich werde ich das hier trotzdem. Boah, das war aber knapp. Ah, schön. Letztendlich werde ich das hier auch wegmachen. Weil ich das ja eh ausbauen will. Beziehungsweise auskleiden. Aber so bin ich nicht gezwungen, das direkt zu machen. Ha. Faulen Menschen fällt immer irgendwas ein. Damit sie erstmal was anderes nicht machen müssen. Jawohl. So sieht's aus. So, hier haben wir immer noch Gravel. Dann machen wir das mal so. Gravel, Gravel. Boah, diese Gravel-Kram, der ist echt furchtsam. Dum, 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 da, da, dum. Immer wenn man ihn nicht braucht, ist er da. Wenn man ihn mal braucht, ist er nicht da. Aber irgendwie scheint es auch allgemein im Leben so zu sein. Dass nie das da ist, was man gerade braucht.
Und ja, ich fange an zu heulen. Nein. So. Hör überhaupt nicht auf. Wenn es so weitergeht, habe ich hier gleich einen halben Berg eingehüllt, ausgehüllt. Weil der nur aus Gravel besteht. Wer macht denn sowas? Wer findet denn solche Berge? Okay. So. La 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 la. Inspiriert von den Minecraft-Kommentaren, also jetzt nicht von denen, die wirklich was zu sagen haben, sondern nur diese: Hey, ich hab den Like gegeben, ich hab den Abo gegeben, schau mal bei mir vorbei. Typen, musste ich erstmal was Inspiriertes auf Twitter posten. Ja, mal gucken, wie das ankommt. Ach ja. Finde ich furchtbar, solche Kommentare, ganz ehrlich. Als wenn irgendjemand auch nur im Entferntesten sagt: Ja, geil, du hast mich geliked, dann like ich dich auch. Manchmal verstehe ich nicht, was das überhaupt soll. Ich meine, diese Like- oder Abo-Funktion ist doch eigentlich dafür da, damit man dem YouTuber, wie groß oder klein er auch sein mag, zeigt: Ich mag das Video oder ich mag das Video nicht oder ich mag deinen Kanal, der ist so geil, da komme ich nochmal vorbei. Spinne? Von daher verstehe ich diese ganzen Aufrufe immer nicht. Dieses Mitleid erhaschende: Oh, kannst du nicht bei mir auch mal Abo lassen? Als wenn die Abozahl irgendwas aussagt, außer jetzt zumindest bei den Leuten, die dann nur am Rumspam sind. So nach dem Motto: Oh, like mich doch auch. Außer, ist das jetzt die richtige? Ja. Oder? Ja. Außer die Aussage: Komm, ich geb dir das, weil du es bei mir auch gemacht hast. Ja, aber ich guck deine anderen Videos nicht. Aber das ist doch der Sinn der Sache, dass die auch weiterhin die Videos gucken. Ich dachte, so weit denken manchmal, manche gar nicht. Und man muss ja sagen, dass das meistens die Jüngeren sind. Wobei ich nicht alle Jüngeren damit über einen Kamm scheren möchte. Aber viele Jüngere haben irgendwie das Bedürfnis, sie müssten irgendwie x Abos haben. Warum auch immer. Aber die denken dann noch nicht weiter. Zum Beispiel, nur mal angenommen, die würden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erhaschen mit den Videos. Und das sehen irgendwelche Leute. Irgendwelche Leute aus der Schule. Und wenn das denn zum Beispiel Leute sind, die so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne unfair zu klingen, die sowieso schon Probleme in der Schule mit ihren Mitschülern haben. Ich will das mal so sagen. Das wird ja dadurch nicht besser. Sprich, wenn man bis dahin schon gemobbt wurde, dann wird man ja dann erst recht gemobbt wegen seinen Videos. Und ob das der Sinn ist dahinter? Gut, natürlich kann man sagen, ja gut, wer sagt denn, dass man meine Videos aus der Schule findet? Komischerweise finden die Leute immer die Videos, auch wenn man das nicht wollte. Von daher ist mit sowas dann auch immer ein bisschen aufzupassen, finde ich. Ihr könnt natürlich sagen, das war alles Blödsinn, was du da erzählst. Aber das ist halt mal
einen Schritt weiter gedacht, was passieren könnte. Vor allem, wenn die Videos dann, ich sag mal, nicht dem Norm entsprechen. Beziehungsweise nicht der Norm entsprechen. Dann, machst du dich ja noch mehr angreifbar in den Augenblick. Und man weiß ja, wie Kinder sind. Egal ob 2, 5 oder 12. Wenn die erstmal ein gefundenes Fressen gefunden haben, dann, oh, ich mach das schon wieder weg. Kann es schlimmer werden. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass die Leute, die in der Schule gemobbt werden, keine Videos machen sollen. Oh Gott, nein. Sollte natürlich. Aber ihr solltet euch halt darüber im Klaren sein, was passieren kann. So, da. Und die beiden noch nicht. Ich brauche nämlich noch erst ein paar. Hab ich denn alle? Sind alle weg? Das ist ja Wahnsinn, was der hier verballert. So. Flint habe ich auch inzwischen genug. Der Physio-Koala. Nee, falsch. Was? Wo? Wer? Wo bist du? Bist du hier drinne? Stinkfisch? Ach, stehst vor der Tür wieder. Hau ab. Nein, geh weg. Komm, Pelikus. Komm. Was willst du denn von mir? Hau ab. Ja, du musst natürlich die andere Tür einschlagen, ne? War klar. Trottel. Wo war ich denn jetzt? Achso, ich wollte mir Truhen machen. Hier, dieses dreckige Fleisch. Mann, hau ab. Entschuldigung, musste da mal kurz husten. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich brauche mindestens... Ja. 6. Ja, 6 lang. Zumindest für den ersten Schwung. Oh, hört ihr das? Brennt die Mutti. Ach, da fehlt ja noch einer. Hallo? Gib mal alle. Mein Gott. Die brennen irgendwie über uns. Okay, hier waren die auch nicht drin. Alter, das ist bestimmt hier oben, wo die langlaufen können. Das kann natürlich sein. Genau. Nee, da nicht lang. Ich muss mir bald hier schon Schilder machen, wo ich lang gehen kann und wo nicht. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau. Wenn ihr Videos machen wollt, überlegt euch gut, wie groß ihr werden wollt. Und ob ihr damit dann auch aufmerksam auf euch selbst noch haben wollt. Wenn ihr sowieso schon ein bisschen schwer in der Schule habt. Ist halt nur ein gut gemeinter Rat und nicht böse gemeint. Ja, wir brauchen ganz viel Öfen. So. Ich war gerade am Überlegen, wie es mir eigentlich in der Schule ergangen ist. Ich glaube, bei mir war... Also ich war ziemlich... neutral. Toll. Wie soll ich die Öfen da jetzt hinkriegen? Und da kann ich die ja einfach so an die Wand klatschen. So...
bei mir in der Schule, also ich war zumindest immer ziemlich ruhig. Wenn ich denn was gesagt habe. Oh, guck mal, da ist ja nur dieser eine. Ja, das ist ja gut. Wenn ich denn mal was gesagt habe, dann, wie mache ich das jetzt? So? Nein. So. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, und wenn ich denn mal was gesagt habe, war die Konsequenz daraus immer, dass ich Stress mit den Lehrern hatte. Oh, das geht alles nicht. Wow. Fuck. Krieg ich den jetzt denn, dann, wie krieg ich den denn, wie soll ich das denn? Wenn ich die jetzt abbaue, dann krieg ich die nicht wieder ran, weil ich dann immer die anklicke. Und wenn ich die abbaue, komme ich da nicht mehr ran, weil die im Weg sind. Wow, Rätsel. Wow, Rätsel. Ich habe ein Rätsel in Minecraft. Toll. Mein hier wäre es ja noch. Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Wo soll man sitzen? Ich meine, ich kann das so machen, aber dann ist das zur falschen Seite, verdammt mich. Wie habe ich das denn auf der anderen Seite gemacht? Was ist denn, wenn wir hier oben den so da ransetzen und das so machen? Dann zeigt er nur unten. Ja. Bringt uns ja total viel. Ich habe ein Rätsel, verdammt mich. Ich habe mir selbst ein Rätsel gebaut. Jetzt ist der. Ah, schön. Das kann auch nur mir passieren. So, wir machen mal Hälfte, Hälfte. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Dann werden wir gleich mal losziehen. Kohle besorgen. Wa? Richtige, echte Kohle. Ja. Das hilft mir jetzt aber nicht weiter, wie... Vor allen Dingen, hier steht ja nur ein Ofen. Fuck. Ja, den abbauen geht auch nicht. Dann habe ich nämlich dasselbe Problem auf der Seite. Wie mache ich das denn jetzt? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich das alles ein in diese Richtung. Dann müsste ich das hier aber auch alles wieder abbauen. Oder ich mache den hier weg. Und setze hier für... Keine Ahnung was hin. Ich bin ja echt ein Held. Ja. Vorher überlegen, wie man was baut. Verdammt. Ich muss da die gegen gucken, ne? Sonst kann ich die da nicht dran bauen. Ist das ein Bullshit? Gibt es da vielleicht irgendwie einen Trick? Okay, es gibt einen Trick. Alles klar. Ja. Da gibt es einen Trick, um das daran zu bauen. Den werde ich jetzt nicht verraten. Nö.